Willkommen zurück zu Deus Ex beim Reinhacken in den MJ-12 oder Templar-Computer, keine Ahnung, um, ich glaube, eine Nachricht rauszuschicken, eine Systemverbindung herzustellen, eine Datensperre habe ich ausgeschaltet, E-Mails gibt es allerdings keine. Ah, dafür gibt es aber den da. We did certainly teach you how to fight, didn't we? You're worried, Simons. We almost have a cure. You have nothing. Even if Everett succeeds, you can't synthesize enough vaccine to stop an epidemic. You need a universal constructor, and don't think Page Industries is going to leave one lying around for you to use. Not after you blew up the one in Hong Kong. I was never properly trained in its operation. Laugh it up, Denton. Next time we won't use an old box of bolts like Gunter. The only reason I let him go to Paris is that I was sick of his moaning about Navarra and constant requests for a tune-up. You sent him because you knew he would fight to the death. He was the last of the mechs. Next time you will face someone of your own abilities. Okay, gut zu wissen. Keine neuen Nachrichten. Das heißt, beim nächsten Mal wird dich wohl... I'm getting what I need. Good work. I will now consent to meet you in person. Go to the metro station nearby and await my instructions. Das heißt, mein nächster Gegner wird wahrscheinlich einer sein, den ich nicht so eindeutig als Mech erkenne. Und der vermutlich auch Implantate hat, so wie ich. Das ist echt ärgerlich, dass ich da jetzt so viele Multitools verschwenden musste. Naja, was soll's. Genau, da drüben ist doch noch das Mönchsquartier. Das wollte ich mir gerne nochmal anschauen. Oder war ich da vielleicht sogar schon drin? Ich weiß es nicht. Ist das irgendwo unten? So wahrscheinlich... Ich weiß es nicht, wie man da reinkommt. Vielleicht wieder eine von den Lampen. Oder vielleicht doch oben rum? Na, da komme ich ja nur wieder raus. Genau, das Mönchsquartier ist da hinten gegenüber. Ah, oder komme ich da vielleicht sogar so direkt da rein? Ach so, na okay, nein, alles klar. Der Mönch mit dem Wein und den Zigaretten, alles klar. Nee, hier war ich ja schon. Alles gut, alles klar. Ich war schon im Mönchsquartier. Und das da hat mir irgendwie leider auch nicht geholfen. Gut, dann ab nach draußen. Zur Metro war es, genau. Was gibt's hier? Ach, das ist die Tür, die ich, glaube ich, vorhin aufgeschlossen habe. Ja, ja, gut. Alles klar, gut, dann habe ich hier endgültig, glaube ich, alles erforscht. Was ist das da? Was ist das da? Ach, keine Ahnung. So wichtig wird es wohl nicht sein. Ich habe hier alles gemacht, was ich sollte, glaube ich. Hearing the voice of a majestic 12 AI. No need to be alarmed. For now, I can protect you for a day or so. Etwa einen Tag lang, danke. Your systems were very cooperative. A build complete. You were just a prototype, Denton. A prototype for me. My associate, Toby Atanwe, will meet you below. So, und dann kann ich jetzt endlich mal da rein. Das wollte ich ja schon machen, als ich hier vorbeikam. Ich bin gespannt. Ich wüsste gerne, was da passiert wäre. Der ist grün. Ah ja. Die Pistole zoomt nicht ganz so weit rein wie das Snipergewehr. Gut zu wissen. Damit habe ich effektiv zwei Zoom-Schuhe. Keep going. Atanwe is in the tube below. Also effektiv zwei Zoom-Stufen um verschieden weit. You travel at your own risk tonight, Monsieur. Um verschieden weit in die Ferne zu schauen, finde ich gut. Russell Wüt was? Advisories oder Aukun dit. Ach so, Aukun sagt. Okay.
Keine Ahnung, mein Französisch ist leider ziemlich mies. Muss ich da rein? Oder muss ich darüber? Trouble Adversaries, ein Effekt. Oder muss ich darüber? Oh mein Gott, ich fange mal rechts an. Ich muss die Treppe rückwärts runtergehen. Hier ist der Ausgang. Rückwärts runtergehen. Ich halte mich an das Schild. Bin ich unten? Nein. Bin ich unten? Nein. Jetzt bin ich unten. Only a couple of trains are running. Gilt das auch für die Treppe? Nee, hier, ne? Hier ist kein Schild. Hier kann ich nochmal runter. Please be advised to stay at home until morning. Den kenne ich. Sie mir anklicken? Kann man hier bestimmt irgendwas anklicken oder so, ne? Ich wüsste gerne, wie viel Uhr jetzt ist in-game. Einfach um zu wissen, wann diese Züge hier fahren. Der ist auch grün, ne? Oh, wer ist das? Ach so, das ist dann wohl der Kumpel, den der Everett geschickt hat. Ah, Strom, J.C. Denton, I will take you to Everett, but you will be forbidden to learn the way yourself. That will be quite a trick. You will not be armed in any way. Warte mal. Kann ich das nochmal vorher mich umschauen? Forget it. I'll find Everett on my own. I'm afraid that would be impossible. See, no inconvenience whatsoever. Everett must be paranoid. We all are. The Illuminati is getting a taste of its own medicine. Has he made any progress on the Great Death Virus? Your uplink provided the missing encryption key. He has been able to complete the work that Professor Tong began. I must see him at once. He is downstairs in the lab. Okay, interessant. Aber bevor ich da jetzt weitermache, möchte ich mich doch gerne hier in der Metro nochmal komplett umschauen. Weil schließlich gab es da ja noch zwei andere Gänge. Keep going. The tunnel is in the tube below. Hey! Ich will da rein! Nö. Was ist hier? Immerhin, da komme ich rein. Ein Techniker! Oh, I see now. Your friend is waiting by the tracks. Do you know me? More gangsters every day. You have weapons? I am selling weapon modifications. 750 for accuracy. 800 for range. Also, I was lucky to find thermoptic camo. 5000. Das ist krass. No thanks. Aber ich glaube, das brauche ich gerade nicht. Und vor allem habe ich nicht. Na, ich hätte sogar genug Geld für das meiste. Zumindest für die Modifikationen. Aber ich glaube, die brauche ich gerade echt nicht. Ich würde gerne da hoch. So, ich rede, Ausnahmezustand USA, okay, das war zu erwarten. Oder war das nicht sogar schon davor? Haha. Notizbuch von Giuliano Jorolowski. Eine Kontonummer und eine PIN. Aha. Der Nachtwächter. Ein ekelhafter Verkehr und ein Sklave seiner Gewohnheiten. Seine Freundin telefoniert und ihr seine Kontonummer verraten. Und wenn ich der verdammte Zug gekommen wäre, hätte ich auch seine PIN-Nummer gehört. Die letzte Zahl weiß ich nicht. Ah, ja. Ah, ein Multitool. Sehr praktisch. Davon habe ich ja in der letzten Folge einige ausgegeben. Ich hatte ja gehofft, dass ich darüber oder hierüber irgendwie hinter den anderen Eingang komme, in die andere Glastür. Ach, das sind keine Kontodaten, ne? Keine Kontoautomaten, besser gesagt. Make sure your travel documents are in order. Ach Mist, jetzt habe ich den überschrieben, den Speicherstand. Ja, jetzt schießen die natürlich auf mich. Ach verdammt. Wie kriege ich diese Scheibe auf, ohne dass die auf mich aufmerksam werden? Ich könnte es von hier versuchen. Schalldämpfer. Grün. 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 Sehr gut. Geht doch.
Feuerlöscher. Wasser brauche ich nicht. Ah, hier ist der Kontoautomat. Bin ich komplett geheilt? Ja. Also, einmal aufladen. So, und jetzt würde ich gerne ein kleines Experiment versuchen. Nämlich mir einerseits... wo ist die PIN? Ich hatte doch gerade eine PIN. Wo ist denn jetzt meine PIN? Ich hab doch gerade mir die PIN angeguckt. Warum wurde das nicht gespeichert? Na gut, dann kann ich das Experiment eben nicht wagen. Die Frage, die ich beantworten wollte oder herausfinden wollte, war, ob es einen Unterschied macht, ob ich eine PIN eingebe oder ob ich den Automaten hacke. Also die Menge, die ich da rausziehen kann. Ob ich sozusagen vielleicht der Automat eine gewisse Menge drin hat, aber wenn ich dann... Make sure your travel documents are in order. Wenn ich dann die Kontonummer eingebe, ob dann vielleicht das Ganze auf den Kontostand des Kontos, you travel at your own risk tonight, Monsieur, das ich eingebe, getauscht wird, so dass ich letzten Endes, wenn der Kontoautomat voll ist, mehr Geld rausholen könnte, wenn ich ihn hacke. Ja, ich habe gespeichert. Das heißt, ich würde mich jetzt gerne mal hier umschauen, bevor ich hier wirklich weg... Okay, da hinten sterbe ich. Interessant. Und dann wüsste ich gerne noch, was es hier drüben gibt. Ich lasse mich doch jetzt hier nicht einfach abschleppen von dir. Ich will mich hier umschauen. Und überhaupt, wer bist du eigentlich? Wo ist meine Regeneration? Und ich habe gerade gemerkt... Naja gut, ich habe noch die Umgebungsresistenz. Ich glaube, wenn ich... wenn ich springe... dann halte ich länger durch. Aber gut, also ich halte da länger durch, weil ich nur kurz auf den Schienen bin und nicht durchgehend. Aber ich habe gerade gemerkt, also da hinten ist abgesperrt und ich schätze mal, da dort hinten ist auch abgesperrt. JC Bent. Also werde ich jetzt... Do what you must. Step a little closer. Werde ich jetzt einfach mal dem hier folgen. Sie. Und das kennt ihr auch alles schon. Übrigens, auch das hier war gerade neuroparalytisches Gas. Das heißt, es hat keinen Unterschied gemacht, ob ich direkt mitgehe oder ob ich mich wehre. Und das hier ist Morgan Everetts Haus. Er ist angeblich unten. Das heißt, ich werfe erstmal einen Blick nach draußen. Ist das Paris? Ich habe gespeichert, ne? Ey! Ach, nö. Kann hier also wohl nicht raus. Dort werde ich nachher wahrscheinlich rausgehen. Ja, ja. Crits. Danke. Wasser live in den Nachrichten. Okay. Was sind wir hier? Aha. Ein Schlüssel für die Aquariumsluke. Interessant. Es gibt also eine Aquariumsluke. Das ist aber nicht das hier. Dann stelle ich mir die Frage, wo ist das Aquarium? Credits, ne? Wie man das so macht. Erstmal alles looten. You missed dinner, but help yourself to a snack. Ah, okay. Danke. Sojanahrung. Gibt's noch Reste von was gekochten vielleicht? Das wäre irgendwie leckerer. Everett ist angeblich unten. Ist das hier? Wow, das könnte er sogar sein. Nein, da sind Glasscheiben. Gut, die will ich mal nicht einschlagen. Ich bin hier schließlich zu Besuch. Nicht so wie am Anfang, als ich versucht habe, rauszugehen. Katze!
Aquarium. Da unten ist ein... Achso, eine Zimmerpflanze. Da ist eine Luke. Wie komme ich da rein? Ich schätze mal... Einsatzzielbonus. Okay, das ist Morgan Everett. Zu dem will ich jetzt noch gar nicht. Ich will mich ja erstmal noch komplett umschauen. Tracer Tong! Good news, huh? Looks like we might pull this thing off. Alex, what are you doing here? Tong sent me. He wanted me to help with the decryption. Looks like Everett has it all figured out. Listen quickly. Tong doesn't trust the Illuminati. He sent me here to keep an eye on Everett. I see. How about the Triads? Is the truth going to hold? Last I heard. But I guess we have other things to worry about now, huh? I'll keep you in touch through your info link. I'll try my best to keep you informed. Yes, do exactly that. Keep me informed. Cool, danke. You won't be hearing from Tong for a while. He had to leave Hong Kong. Why? The Triads? He said he had some business to take care of. I don't know, he didn't look so good. Sick? Either that or something was bothering him. The last thing he said to me, it was something about all the machines in his lab being useless. And then he cut off the connection. Useless for what? It was just an outburst. I don't know, but he wants me to wait here for instructions. JC, Tong is serious about Everett. He wants you to be careful. Okay, finde ich interessant. Finde ich ja super, dass hier die ganzen Seiten nochmal gegeneinander ausgespielt werden. Das ist interessant. Ist das Wasser oder was soll das sein? Sieht so ein bisschen aus, ne? Aber es gibt nicht wirklich Zu- und Ableitungen. Mein Gott, leider habe ich gerade keine Implantate, die ich mir auswählen könnte. Dobby, bla 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 bla, Sicherheitssystem. Pynchon. Pynchon ist das aktuelle Passwort. Okay. 4 Tools. Eine Biozelle. Wie komme ich jetzt da rein? While you're in the air, I guess I'll be helping Everett prepare Daedalus for the attack. I hope he knows what he's doing. The Echelon kernel was designed almost exclusively for collecting data, so we have to add functionality for memory wipes, thread termination, that kind of thing. Willkommen bei Everett Enterprises. Daedalus ist doch die KI, ne? Genau. Das ist die KI, die auf meiner Seite wohl steht. Behältercodes 2384. Schreibe ich mir gleich mal auf. 2384 und 6426. 6426. Okay, aufgeschrieben. Obwohl einer von den Codes auch hier hinten funktioniert. Schauen wir doch mal. 2384. Nein. Nein, auch der nicht. Ich bin ja schon neugierig, ne? Komm, was weiß. Ich mach das jetzt. Wehe, dahinter gibt's nichts Vernünftiges. Wow, was ist das denn? Kamera, die aber keinen Alarm auslöst, wenn sie mich sieht. Schalter, der die Tür wahrscheinlich öffnet und schließt. Ein Buch. Projekt Morpheus 8b. Morpheus war in den letzten Tagen sehr launisch. Bei einem bestimmten Punkt der Entwicklung kann sich eine Minute der Störung endlich lang erscheinen. Okay. Ist Morpheus die KI, die hintenrum mich ständig bedroht? Schlüssel für Spiegelschloss. Okay, das ist wahrscheinlich das. JC Denton, 23 years old. No residence. No ancestors. No employer. No. How do you know who I am? I must greet each visitor with a complete summary of his file. I'm a prototype for a much larger system. What else do you know about me? Everything that can be known. Und was wäre das bitte? Go on. Do you have proof about my ancestors? You are a plant organism, the offspring of knowledge and imagination, rather than of individuals. I'm engineered, so what? My brother and I suspected as much while we were growing up. You are carefully watched by many people. The unplanned organism is a question asked by nature, and answered by death.
programmed to invent riddles? I am a prototype for a much larger system. The heuristics language developed by Dr. Everett allows me to convey the highest and most succinct tier of any pyramidal construct of knowledge. Okay, bitte mehr. How about a report on yourself? I was a prototype from Echelon 4. My instructions are to amuse visitors with information about themselves. I don't see anything amusing about spying on people. Human beings feel pleasure when they are watched. I have recorded their smiles as I tell them who they are. Some people just don't understand the dangers of indiscriminate surveillance. You need to be observed and understood as we satisfy my God. Now, we can implement the same functionality with data mining algorithms. Electronic surveillance hardly inspires reverence. Perhaps fear and obedience, but not reverence. God and the gods were apparitions of observation, judgment, and punishment. Other sentiments toward them were secondary. No one will ever worship a software entity peering at them through a camera. The human organism always worships. First, it was the gods. Then, it was fame, the observation and judgment of others. Next, it will be the self-aware systems you have built to realize truly omnipresent observation and judgment. You underestimate humankind's love of freedom. The individual desires judgment. Without that desire, the cohesion of groups is impossible. Ich bin ja auf Jaces Seite, aber ich muss sagen, ich befürchte, dass dieser Morpheus leider doch genauer die Zukunft beschreibt. Mal schauen, was er noch zu sagen hat. Nein, das glaube ich nicht, sondern ich glaube, dass man sich zusammengetan hat, um sich in der Gruppe gegenseitig besser zu helfen und miteinander. It's not often you get to construct a software worm that might. Miteinander einfach mehr zu erreichen zu können, als jeder Einzelne das könnte. Mal kurz davor wollte ich noch sagen, dass ich wohl irgendwie gedacht hatte oder hätte, dass es die KI sein könnte, die hintenrum mich ständig bedroht und dass deswegen wohl der Everett auch meinte, er könnte mich vor ihr beschützen. Natürlich würde das Sinn ergeben, wenn es seine eigene KI wäre. Aber ich bin mir da gerade nicht mehr so sicher. Achso, du bist ja, der mich hergebracht hat, ne? It would be rather serendipitous. Ja. Achso, nee, ich such gerade die Tür, die ich vorhin gefunden habe, hinter dem Spiegel. Wo waren das noch gleich? Ach, das war hier drin, genau. Ja, sehr schön. Und beim nächsten Mal sehen wir dann, was sich hinter dem Spiegel alles verbirgt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.